chemischen Moleküle dieser Spur stammen aus einer winzigen Drüse im Hinterleib der Ameisen. Die Idee der Forscher, sie wollen diesen Stoff aus der Drüse herausholen, um dann selbst eine Duftspur legen zu können. Eine nur wenige Hundertstel Millimeter große Drüse aus der Ameise zu bekommen, erfordert Ruhe und Geduld. Aber es funktioniert. Mit dem Inhalt der Drüse zeichnen sie nun eine eigene Spur. Die wird dann in die Versuchsanordnung eingesetzt. Wenn die Idee aufgeht, sollten die Ameisen jetzt einen Umweg laufen. Und genau das tun sie. Sie folgen der Spur der Forscher. Wenn man diese Pheromone künstlich herstellt und in der Natur dann ausbringt, dann kann man praktisch den Informationsfluss komplett stören, sodass das geordnete natürliche Verhalten nicht mehr funktioniert bei den Ameisen. Was dann langfristig die Folge hat, dass weniger Futter, keins bis weniger Futter ins Nest gebracht wird und dadurch die Populationen nicht so wachsen können oder sogar ganz stark zurückgehen können im Idealfall. Das wäre ein Mittel zur Kontrolle. Noch aber sind das nur Laborversuche. Ob es im großen Stil auch in der Natur funktionieren könnte, weiß niemand. Im Wäldchen geht der Sommer zu Ende. Und im Bau der argentinischen Ameisen wachsen die Nachkommen heran. Die Eier und Larven werden ständig herumgetragen. So bleibt alles im Fluss. Es liegt in ihren Genen, dass die Familie ständig in Bewegung ist. So sind sie vorbereitet, falls etwas Unvorhergesehenes passiert. Die Nachkommen müssen unaufhörlich von Parasiten befreit und gefüttert werden. Nur so können sie wachsen und die Armee der Arbeiterinnen verstärken. Bald werden die Ameisen 90% ihrer eigenen Königinnen töten. Junge Königinnen sind fruchtbarer und ihre Brut noch zahlreicher. Was aber bedeutet der Krieg der Ameisen für Tiere, die in der Nahrungskette höher stehen? Im spanischen Doñana-Nationalpark will ein Team von Wissenschaftlern genau diese Frage beantworten. Sie glauben, dass es mit Hilfe der alten Korkeichen gelingen könnte. Wir haben die Korkeichen ausgewählt, weil es in Doñana sonst fast nur Gestrüpp gibt. Und die Korkeichen formen hier so etwas wie eine Insel, ein kleines geschlossenes Ökosystem. Und deshalb haben wir 10 Korkeichen ausgewählt, die noch nicht von den argentinischen Ameisen bevölkert sind, und 10, die sie schon erobert haben. Um den Einfluss der Invasoren auf das klar abgegrenzte Ökosystem Korkeiche zu erforschen, müssen die Wissenschaftler aber zuerst herausfinden, wer hier überhaupt lebt. Insekten, Amphibien und Säugetiere. Jeder Gruppe werden eigene Fallen gestellt. Die Korkeiche wird eingezäunt. Die Fallen für die Insekten werden mit Seifenwasser gefüllt. Und erstaunlicherweise schrecken die argentinischen Ameisen nicht einmal davor zurück.
Mehrere Jahre lang haben die Forscher die Korkeichen untersucht, Buch geführt über jedes Tier, das sie gefunden haben. Bereits bei der Feldarbeit vermuten die Biologen, dass sich die Befürchtungen bestätigen. An den Stellen, wo die argentinischen Ameisen leben, verändert sich die übrige Tierwelt. Denn die argentinischen Ameisen töten nicht nur die heimischen. Ihre Gesamtmasse ist auch viel größer als die aller heimischen Ameisen zusammen. Weil sie sehr aggressiv sind, könnte das die größeren Tiere vertreiben. Im Keller der Biologischen Fakultät der Universität Sevilla lagern alle Proben, die die Forscher um Elena Angulo gesammelt haben. Ein Großteil der Tiere, die in der Korkeiche ihr Zuhause haben und die sich innerhalb dieses Systems ernähren. Ein Kreislauf, der durch die argentinischen Ameisen ins Wanken gerät. Sie sind eine große Bedrohung, auf jeden Fall, was die Ameisenvielfalt angeht. Sie vernichten auch auf den Korkeichen alle anderen Arten. Aber wir haben auch schon in anderen Bereichen des Ökosystems bemerkt, dass sie sich negativ auswirken. Manche Tierarten zum Beispiel kommen in den von den argentinischen Ameisen bevölkerten Korkeichen nicht mehr vor. Oder sie sind dort seltener. Ein Ökosystem komplett zu analysieren, ist eine enorme Herausforderung, birgt aber völlig neue Möglichkeiten. Das ist wirklich eine interessante Phase der Studie, weil man den Einfluss jeder Art direkt sehen kann. Jedes Mal, wenn wir einen Magen aufschneiden, sind wir gespannt, ob und wenn ja, welche Ameisen wir finden. Draußen ist es schwierig zu beobachten. Aber hier, wenn wir die Mägen aufschneiden, haben wir Einblick in die Nahrungskette unter diesen Bäumen. Die Forscher erkennen erste Einflüsse auf Amphibien. Die Kreuzkröte beispielsweise frisst argentinische Ameisen. Und weil es so viele davon gibt, werden auch die Kröten mehr. Es gibt aber auch Arten, die die argentinischen Ameisen nicht fressen. Mangels anderer Nahrungsquellen werden sie aus dem Ökosystem vertrieben. Noch stehen diese Versuche erst am Anfang. Die langfristigen Folgen zu untersuchen, wird wohl noch Jahre dauern. Es ist Herbst im Wäldchen. Im Bau der argentinischen Ameisen muss die nächste Generation lernen zu kämpfen. Es brodelt. Der Kampf um die Macht geht weiter. Das letzte Ziel dieses Jahres ist der Bau einer Kolonie von schwarzen Holzameisen. Mehrere tausend leben im Inneren dieses Stamms. Sie spüren die Gefahr, auch wenn die Vorhut der Angreifer noch kaum zu entdecken ist. Die Späher sind die Ersten. Sie verstecken sich in winzigen Ritzen. Doch sie werden entdeckt. Holzameisen sind starke, zähe Kämpfer. Und ihre Größe lässt sie übermächtig erscheinen. Sie schärfen die Sinne. Ihre riesigen Kiefer zermalmen die winzigen Angreifer. Die erste Welle wird mit großem Einsatz abgewehrt.
Schnell müssen die Eier in Sicherheit gebracht werden. Denn die nächste Angriffswelle rollt. Unaufhaltsam. Und diesmal kommen sie in großer Zahl. Wenige Zehntelmillimeter großen Füße der argentinischen Ameisen krallen sich in den Stamm. Selbst die mächtigen Holzameisen kommen gegen diese Kraft nicht an. Oben am Stamm und auf dem Boden. Das Umfeld der Kolonie wird zum Schlachtfeld, auf dem es kein Entrinnen gibt. Die Angreifer verbeißen sich in den Gliedmaßen und trennen Stück für Stück die Fühler ab. Ohne die wichtigsten Orientierungsinstrumente haben selbst die Riesen keine Chance. Der Kampf wird sich über Wochen hinziehen. Der Verlauf steht aber fest. Die argentinischen Ameisen werden weiterkämpfen. Bis in den eigenen Tod. Denn egal wie viele sterben, sie sind immer noch in der Überzahl. Und töten Ameise um Ameise. Ein kriegerisches Jahr geht zu Ende. Weitere werden folgen. Bald werden neue Gruppen aufbrechen und neue Nester gründen. Sie werden in Verbindung bleiben und kooperieren. Sie werden weiter töten und auf ihren Raubzügen die heimischen Arten vernichten. Die Arbeiterinnen, die Brut und die Königinnen. Und bislang haben weder die Natur noch der Mensch ein Mittel dagegen. Ihr Hunger nach Macht ist ungebremst. Er macht die Superkolonie der argentinischen Ameisen zum größten Raubtier der Welt.